Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Let's Play von Stronghold. Ja, wir sind bei der nächsten Mission angelangt und zwar müssen wir jetzt das Schwein töten. Das Problem ist, ich habe schon mal kurz reingeguckt, damit ich mich vorbereiten kann. Also ich habe gestern aufgenommen, kurz reingeguckt und mir eine Strategie überlegt, damit wir nicht wieder ewig verzweifeln. Und es ist genau die Burg, wo wir so einige Probleme hatten. Ich werde gleich etwas machen, was ich nebenbei kurz erkläre. Also, wir stellen erstmal die Spieloption runter. Auf 10. Können hier kurz gucken. Das sind unsere Truppen. Sieht gut aus. Ne? Es geht bis hier hinten hin. Problem an der Sache ist diese Befestigung hier. Zig Millionen Armbrustschützen, Bogenschützen. Und ja, hier sind auch noch einige drinne, die das Ganze gut bewachen können. Es wird also äußerst, wirklich richtig, richtig schwer. Und ja. Aber wir haben ein paar Leute und deswegen konnte man sich schon eine Strategie überlegen. Gut, das Problem ist, ich glaube, die hier werden gleich zu Anfang abgeschossen, weil die zu nah dran sind. Deswegen sollten wir die auf jeden Fall Ihr könnt auf weiter uns zählen. zurückziehen. Ebenso wie alles andere zur Wohin gehen Sicherheit. wir? Nicht, dass Was wir gibt's? unnötig Truppen verlieren. So, ihr kommt auch mal hier Ja, hin. Und ihr hier hin. allzeit bereit. So, und jetzt kommt natürlich gleich so ein Angriff Eure Befehle? Rücken aus. Belagerungsturm vom bereit. Schwein. Sturmbock bereit. Also so ein Ausfall wieder. Wie beim letzten Mal auch. Bewegt euch, Hunde! Und deswegen Manchmal hilft nur sollten wir Muskelkraft. uns darauf dringend vorbereiten. Ich weiß nicht, ob die schon unterwegs sind, aber es kommen einige mehr als sonst. Und vielleicht müssen wir da eingreifen. Das könnte durchaus sein. Gut, die schießen erstmal nicht, das heißt, wir können die Spieloption hochstellen. So. Und gucken, wann die hier kommen. Hier sind eine ganze Menge. Ich hoffe, die kommen da raus. Das wäre gut, aber die. Na doch. Eine Botschaft des Schweins. Lauf weg, kleines Hündchen. Okay. Bin zur Stelle. Zum Notfall Was haben wir diese gibt's hier? 25 Typen, die angreifen können noch, um zu schützen. Aber ich hoffe, die kriegen das alleine hin. Wir können die ja zur Sicherheit schon mal hier Bewegung, hin na los! positionieren, dass wir die im Notfall wirklich sofort einsetzen können. Also drei sind es erstmal, vier. Dann kommt, glaube ich, gleich ein ganzes Trüppchen. War zumindest kurz so, als ich angefangen habe. Also ich habe es noch nicht gespielt, diese Mission. Keine Sorge. Ich habe nur kurz geguckt, wie das Ganze aufgebaut ist. Sogar mit Hundekäfigen. Ich weiß nicht, ob die vorher waren. Die werden dann einfach freigelassen, wenn man hier drin ist und muss dann gegen Wölfe nochmal kämpfen. So, okay, das sieht im Moment ganz gut aus. Doch, das wird was. Gegen die vier könnte es schon schwieriger werden. Und ja, ich habe mir eine kleine Strategie überlegt, ob das Ganze so klappt. Das ist wirklich fragwürdig, wenn man wirklich viel auf einmal machen muss. Und ja, das wird schwierig. Sehr schwierig. Wir ziehen hiernach erstmal all unsere Truppen zusammen. Und versuchen dann hier die Zugbrücke frei zu schaufeln. Und damit den Belagerungsturm zu agieren. Ja doch, das klappt super. Dann werden die hier auch keine Bedrohung sein und irgendwann dürfte der Strom auch mal abnehmen. Aber erstmal kommen noch eine ganze Menge. Ich hoffe, der macht nicht immer weiter neue Leute. Das könnte natürlich auch sein. Hat er hier Waffen? Gebäude? Ja, das. Aber der hat kein Eisen. Kriegt der Eisen hier irgendwo her? Nicht, dass er sich noch immer weiter vorbereiten kann. Glaube nicht. Okay, jetzt wird's gefährlich. Denke ich. Mal sehen. Gut, der erste ist. Also die drei hier noch nicht, aber das sind sechs Stück. Das könnte echt bedrohlich werden. Und dann kommen immer noch mehr. Das war dann, glaube ich, die letzte Fuhre, die wir zu bewältigen haben. Oh, 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 oh.
Doch, das schaffen wir. Eine Botschaft von Sir Longarm. Wir setzen unseren Marsch fort und haben eine weitere Grafschaft zurückerobert. Na, das hört sich doch mal gut an. Dann müssen wir das jetzt nur auch noch schaffen. So. Jetzt will ich das Ganze mal speichern, damit wir diesen Teil nicht immer wieder machen müssen. Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir das jetzt schaffen. Ehrlich gesagt zweifle ich da ein wenig dran. So. All unsere Streitkolben, die wir hier noch haben. Also wir haben schon eine relativ große Truppe. So, und mit denen da zu buddeln zu gehen, das ist, glaube ich, sinnlos, weil die bei einem Schuss sofort weg sind. Das, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Deswegen würde ich vielleicht eher diesen Trupp zum Buddeln hinschicken. Und unsere Schützen lassen wir auch hier zurück. Wie viel haben wir denn insgesamt? 6 Armbrustschützen, 19 Bogenschützen. Gegen so eine Truppe. Das bedeutet, wir müssen irgendwie schon so gut wie ohne die auskommen. Was wiederum sehr, sehr schwierig wird. So, ihr. Womit kann ich dienen? Na. Genau, so. Hier mit rein. Und ihr. Auch hier mit rein. Gut, dann hätten wir alles positioniert. Oder kommen noch mehr? Ich glaube. Er macht doch immer wieder neue. Könnte durchaus sein. Das wäre gefährlich. Oder er. Jetzt sind aber, glaube ich, alle von denen draußen. Also vielleicht, wenn wir warten, gehen die auch noch raus. Aber das glaube ich nicht. Ehrlich gesagt. Oh. Nur los hier. Schießen. Oh, das war knapp. Das war echt knapp. Okay, wir speichern das Ganze nochmal. Jetzt haben wir die Truppen und so schon zusammengezogen. Gut, und vielleicht. Wir gucken mal, wie viele Truppen wir haben. Es sieht viel aus. Ja, bitte. Es ist auch relativ viel, aber wir werden niedergemetzelt werden, wenn wir dagegen anstürmen. Ich weiß nicht, wie viel wir hiervon aufgeben sollten. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Vielleicht 123, ja. Okay, wir probieren es einfach. Ich glaube sowieso nicht, dass es klappt. Immer rein in den Dreck. So. Belagerungsturm bereit, Sire. Ihr positioniert euch schon mal hier hin. Oder hier hin sogar. Sie sollten natürlich in der Nähe sein. Also bis hierhin scheint auch noch zu gehen. Noch schießen sie nicht. Jetzt, okay. Die geht hier schön buddeln, ja? Da werden gleich die ersten fallen schon. Oh nein! Oh. Hätte ich das gewusst, ne? Hätte ich das gewusst. Oh, immer mehr noch. Anhalten. Rückzug. Hier buddelt. Hier hin. Ach du Scheiße. Du Scheiße. Und jetzt hin. Ja gut, dann brauchen wir Verstärkung. Dann schicken wir von euch einfach noch 98 hinzu. Das wird nichts, glaube ich. Das wird nichts. Die werden einfach niedergemetzelt werden. Da bin ich mir relativ sicher. Mal sehen, ob das was wird. Oh, da ist noch eine Pechgrube. Ausweichen. Irgendwie. Und unterstützen. Haben die da überhaupt schon irgendwas geschafft? Ich glaube nicht, oder? So, ich hoffe einfach mal, dass die jetzt da
irgendwie rankommen noch, was ich nicht glaube. Danach ist auch auf keinen Fall aussieht. Aber wir können diesen Trupp noch hinschicken einfach. Und hoffen. Ihr müsst zurück, sonst seid ihr gleich tot. Ihr müsst aus der Reichweite. Oh nein, da sind sogar noch Mangen oder was? Ach du heilige Scheiße. Das ist echt total mies. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist schon echt sauhart. Ich hab... Nee, das schaffen wir schon nicht mehr. Da drin findet ja sicherlich noch ein Massaker statt. Oh, wenn wir uns beeilen, kommen wir vielleicht drauf, aber... Kommen wir raus? Nein, schade. Oh, da sind noch mehr. Pechgruben. Nur los, ran hier irgendwo. Kannst du schon angreifen? Jetzt kannst du angreifen, wenn ich kann. Ja, nun los, irgendwo ein Wall. Irgendwo muss ein Wall abgebuddelt werden. Nun los! Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Nein, hier ran. Ah, Mann, geht mal weg hier. Halt alle rauf jetzt hier. Ja, dann halt so, dann räumen wir das nieder. Kann ich auch nichts dran ändern. Okay, das war's sowieso schon. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie das funktioniert mit dir. Ah, jetzt. Jetzt haben wir es. Rauf mit euch, rauf mit euch, rauf mit euch. Naja, immerhin ein paar. Wir haben es immerhin raufgeschafft auf die Burg. Okay, das war's. Ihr wisst schon. Okay, dann laden wir das Ganze nochmal. Ja, jetzt sieht's doch schon viel friedlicher aus. Gut, dann würde ich sagen, opfern wir ein paar Leute. Versuchen wir es mit zwei Bogenschützen hinzukriegen. In Bewegung. Rücken aus. Diese Brandlöcher da irgendwie in, schon mal einen Großteil davon in Brand zu setzen. Sind auf dem Weg. So, sobald die anfangen zu schießen, müssen wir wieder unser Spielchen machen. Uns hakenschlagend fortbewegen. In Bewegung. Rücken aus. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Moment, klappt Rücken es. Aus. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Oh, 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 oh. Rücken aus. Verdammt, die haben nichts in Brand gesetzt. Okay, wenn wir versuchen, hiermit vorzustoßen, vielleicht klappt das dann. Ich hoffe einfach. Weil irgendwie müssen die da schon in Brand setzen. So, jetzt hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Und weiter. Sehr wohl. Wir rücken aus. Und weiter. Mit denen klappt das auch nicht so gut. Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken aus. Verdammt. Nur ein bisschen in Brand gesetzt. Okay, versuchen wir es mit kleineren Trupps. Ja. So richtig klein ist das natürlich auch nicht, aber kleiner ist es schon mal. Genau, wir sollten vielleicht auch versuchen, auf einer Seite mehr durchzubrechen als auf der anderen. Dann haben wir vielleicht auch ein bisschen größere Chancen. So, und dann aber gleich zurückziehen, falls es brennen sollte. Immer rein in den Dreck. Zurück. Bewegt euch, Hunde. Zurück, 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 zurück.
auf ins Getümmel. Okay, okay. Ein paar Leute verlieren wir natürlich. Aber nicht so viele. Puh. Und ich würde sagen, wie dieser Angriff weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Also seid gespannt, falls euch das interessiert. Ich selbst mag die Belagerung eigentlich nicht so gerne, aber ich finde es gut, dass sie auch mit dabei sind, weil man muss es ja auch können, Bogen einnehmen. Und von daher gebe ich mir Mühe, das im nächsten Part zu schaffen. Ob es klappt, ich weiß es nicht. Also bis dahin und tschüss!